Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück in unserem Parkbauprojekt Jurassic Island. Beim letzten Mal haben wir ein Gehege für unsere ersten Bewohner, nämlich Triceratopse, gebaut. Und diese haben wieder richtig tolle Namen von euch bekommen. Und wir machen jetzt direkt weiter mit unserem Speedbuild. Dafür erweitern wir die Insel natürlich nochmal ein ganzes Stück. Weil in diesem Bereich soll unser nächstes Gehege dann entstehen. Beziehungsweise es ist gar kein Gehege, sondern ich habe für diesen Bereich eine Lagune für Wassersaurier geplant. Dafür gibt es auch eine neue Mod, nämlich heißt die Open Lagoons. Und mit diesen kann man halt die Lagune auch komplett selber einzeichnen und gestalten. Also da kann man halt das Terrain dann absenken, wie man möchte, und dann dementsprechend das Wasser so erzeugen. Das werdet ihr jetzt gleich auch noch sehen, wie das Ganze funktioniert. Wenn ich jetzt das Terrain ein wenig anpasse, dann entsteht sozusagen das Wasser in dieser Lagune. Und dadurch habe ich jetzt die Möglichkeit, die Wassertiefen auch ein bisschen variabel zu machen in den Lagunen. Also das heißt, auch mal eine flachere Stelle einzubauen oder mal eine Stelle einzubauen, wo dann komplett Land ist. Das ist eigentlich ziemlich cool, weil dadurch kann man das halt jetzt alles viel individueller gestalten. Man kann auch jetzt zum Beispiel in der Lagune dann Bäume platzieren mit Mods oder auch Felsen und sowas. Dann sieht das halt alles mal ein bisschen spannender aus als immer diese Standard-Lagunen. Ihr fragt euch sicherlich, warum ich jetzt hier auch links diesen Bereich da lasse mit dem Wasser. Das ist die Höhe oder die Tiefe, in der ich das Wasser in der Lagune einzeichnen möchte, weil man kann leider nicht mit diesem Terrain-Tool in der Lagune, also sozusagen die Wassertiefe nehmen und die dann erweitern, sondern das muss man immer von außerhalb machen. Deswegen mache ich mir immer diese kleinen Markierungen am Rand mit der richtigen Tiefe, damit ich darauf dann immer zugreifen kann. Das werde ich dann am Ende auch noch entfernen. Also ich meine jetzt das hier links unten und rechts unten, seht ihr das? Das ist halt jeweils so ein kleiner Swimmingpool. Das werde ich nachher noch entfernen, keine Sorge. Das ist halt nur, damit ich jederzeit wieder auf diese Tiefe zugreifen kann und dann eventuell Sachen wieder korrigieren kann innerhalb der Lagune, falls ich mal irgendwie was falsch mache. Und jetzt seht ihr auch schon, in was für eine Richtung das Ganze gehen soll, weil ich habe hier so eine kleine felsigere Gegend geplant, wo dann auch nachher noch Felsen hinkommen und dann auch so eine Landzunge, die dann so in die Lagune mit reingeht. Jetzt kommen dann auch schon die ersten Besucherwege direkt am Rand der Lagune. Das ist natürlich ziemlich cool, dass man da jetzt nicht mehr diesen fetten Zaun hat, sondern das Ganze auch selber gestalten kann durch die Mod. Das heißt, ich kann da selber später Zäune platzieren, die ich dann optisch cool finde. Oh, das mache ich sogar jetzt schon hier. Das ist natürlich besonders cool, da man ja durch Mods mittlerweile auch so viele kleinere Zäune für die Besucher hat. Und dann kann man das halt auch viel mehr variieren an dem Rand der Lagune, weil man halt dann ja so viele Möglichkeiten hat. Das ist echt cool. Und jetzt kommen dann schon die ersten Gebäude, die dann um die Lagune herum platziert werden. Da habe ich zwei Hotels gegenüber voneinander platziert. Einmal ein kleineres und ein größeres. Und diese habe ich dann mit einer Wegfläche miteinander verbunden. Dann habe ich im hinteren Teil der Lagune
auch noch eine Ausbrütstation für Wassersaurier platziert. Und dann kamen auch die ersten Besucherläden dazu. Einmal ein Laden, wo die Leute Essen kaufen können und einer, wo es dann Getränke gibt. Diese habe ich dann auch miteinander verbunden durch eine Wegfläche. Und dann habe ich die auch noch ein wenig umgestaltet. Als nächstes habe ich neben den Hotels auch noch zwei Toilettenhäuschen platziert. Und dann auch noch einen schönen Beobachtungsturm, damit man auch über diese höhere Mauer blicken kann, in die Lagune. Da musste natürlich auch noch diese Ausbrütstation mit dem Wegenetz verbunden werden. Das habe ich mit diesen neuen Wegen von der Mod, mit diesen Baumstämmen gemacht. Fand ich optisch ganz cool, wenn das dann so ein bisschen versteckt im Wald ist, weil es ja eigentlich nur so ein Mitarbeiterweg ist. Und deswegen wollte ich halt, dass der so wenig wie möglich auffällt. Ein Wald kommt da gleich noch drumherum, keine Sorge, also das bleibt nicht so, wie es jetzt aussieht. Hier könnt ihr übrigens gleich ganz gut sehen, dass man da, wo die Lagunen eigentlich unter dem Terrain sind, nicht mit diesem Terrain-Tool, also diesem Bäume-Einzeichnen-Tool arbeiten kann. Das muss man dann später alles manuell mit platzierbaren Bäumen machen. Werdet ihr später dann auch noch sehen. Das ist genau wie auf dieser Landzunge, weil die ja auch sozusagen in der Lagune drin ist. Dort könnte ich jetzt zum Beispiel auch nicht mit diesem normalen Bäume-Tool Bäume platzieren. Das würde nicht funktionieren.
Ja, das war jetzt eine Menge Felsarbeit, die wir jetzt hier hinter uns gebracht haben. Aber ich finde, es hat sich optisch auf jeden Fall gelohnt. Und jetzt geht es natürlich noch daran, die ganze Bepflanzung um diese Lagune herum zu machen. Da muss ich halt ganz viel, wie gesagt, mit diesen manuellen Bäumen arbeiten, weil ich halt mit dem anderen Tool dort keine Bäume platzieren kann. Aber das ist ja an sich auch gar nicht so schlecht, weil dann kann man wirklich jeden Baum auch an der Stelle platzieren, wo man ihn dann im Endeffekt gerne hätte. Bei dem anderen Tool ist es halt immer so ein bisschen Glückssache. Das einzige Problem ist halt daran, dass man hier super viele einzelne Objekte verbaut, weil ihr seht jetzt ja schon, was allein diese Lagune an Objekten gefressen hat. Das waren ja schon gefühlt mehrere hundert Felsen. Aber ich muss auch sagen, dass ich letztens einen Park besichtigt hatte, der echt groß war und bei dem auch echt viele Objekte verbaut waren. Und der lief auch noch von den FPS relativ flüssig. Deswegen habe ich auch große Hoffnung, dass hier unser Parkbauprojekt noch viel, viel größer werden wird. Weil bis jetzt habe ich auch noch gar nichts gemerkt, was irgendwie Leistungsanbußen oder so vom Spiel angeht. Das läuft noch alles ganz wunderbar. Als nächstes ging es dann auch nochmal an die Gestaltung von diesen Besucherläden, die ich vorhin platziert hatte. Dort habe ich dann nochmal so einen schönen Holzzaun drumherum platziert. Und dann auch noch ein paar Sitzmöglichkeiten zwischen diese beiden Läden. Und ein wenig Beleuchtung durfte natürlich auch nicht fehlen. Bei den Hotels habe ich dann auch noch ein paar Lampen platziert. Und dann natürlich auch noch ein paar Sitzmöglichkeiten dort für die Besucher untergebracht. Das Ganze habe ich dann am Ende auch noch mal ein bisschen schöner abgeschlossen mit diesem Luxusweg und einem kleinen Zaun. Dann habe ich noch weitere Besucherläden platziert, weil die Fläche da hinten mir noch ein bisschen zu leer war und ich allgemein erst sehr wenig Läden für die Besucher halt im Park untergebracht hatte. Diese habe ich ungefähr dann im gleichen Stil gestaltet
wie die Läden auf der anderen Seite auch. Auch in der Mitte habe ich das Ganze dann wieder mit einer Wegfläche verbunden und die Ecken auch wieder so abgeschrägt und dann das Ganze auch hier wieder gestaltet. Ein paar Sitzmöglichkeiten in die Mitte. Und wieder ein Zaun außenrum. Falls mir dann doch noch ein bisschen zu leer war, habe ich noch weitere Sitzmöglichkeiten hier platziert, links und rechts am Rand. Und dann habe ich angefangen, die Übergänge zwischen diesem dichten Wald und dem Weg ein wenig schöner auszuschmücken mit Objekten. Und zum Abschluss habe ich hier an den Rand noch mehr Sitzmöglichkeiten da eingebaut, weil ich sonst nicht wusste, was ich da noch hinmachen sollte, was halt Sinn macht. Vielleicht hätte ich auch noch da ein Gebäude oder so hin platzieren können, aber ja, ich fand, das war eigentlich jetzt schon voll genug, was Gebäude anging, weil ich hatte da mittlerweile um die Lagune ja schon einige Gebäude platziert. Und in dieses Gehege kommen zwei Kronosaurus. Mit zwei verschiedenen Skins. Sehen aber beide sehr gut aus. Die werden übrigens manchmal hier durch das Terrain schwimmen. Aber das kann ich leider nicht ändern. Aber das macht ja nichts. Sieht halt so aus, als wenn die abtauchen und dann hoffentlich auf der anderen Seite wieder auftauchen. Genau, da kommt er dann wieder raus. Kann man dann halt so ein bisschen interpretieren, als wenn die durch eine Höhle geschwommen werden. Gut, wenn sie jetzt hier direkt an der Oberfläche sind, sieht es ein bisschen blöd aus. Aber kann ich nicht ändern. Ich kann leider hier in der Lagune keine unsichtbaren Zäune ziehen. Hier vorne im Gehege haben viele gefragt, warum die Triceratopse gar nicht ausbüchsen. Das liegt daran, dass ich hier auch unsichtbare Zäune gezogen habe. Das hatte ich nur im Schnitt vergessen mit reinzumachen. Also ihr seht hier halt den Zaun. Und aus dem Bereich können die halt nicht raus. Also die sind da schon safe. Und dazu kommen auch noch 5 Ichtys sind es, glaube ich. Oder 6. Auch alle mit verschiedenen Skins. Ihr könnt natürlich auch gerne wieder für unsere neuen Bewohner schöne Namensvorschläge in die Kommentare schreiben. Aber Leute, das soll es jetzt auch mit der heutigen Folge gewesen sein. Ich hoffe, das Ganze hat euch Spaß gemacht. Falls ja, lasst es mich mit einem Like wissen. Und wir schauen uns jetzt nochmal an, was wir heute gebaut haben.